Ja, und somit ein recht herzliches Hallo zu MXGP 2, das offizielle Motocross Videogame. Wir sind in Lyon. Da geht schon die 5-Minuten-Dame vor uns vorbei. Ja, Assen war jetzt leider nicht zur Bombe. Zumindest nicht das erste Rennen noch. Viele Stürze, Fehler, alles wieder zusammengekommen. Unfassbar. Ich hoffe, in Lyon läuft es jetzt besser für uns. Ich habe mal die Kurzübersetzung ausgesucht. Das war eigentlich bis jetzt meistens, wenn ich die Kurzübersetzung drin hatte, ein gutes Omen. Schauen wir einfach mal, wenn die Strecke hoffentlich relativ breit genug ist, aber das ist jetzt relativ mittel hier, glaube ich. Probieren wir es einfach mal. Probieren wir es einfach und schauen, was passiert. So, mal einen guten Start, ist wichtig. Ja, der war schon mal nicht so schlecht. Boah, Februar. Das Saal ist da eng. Schießt dann aber raus. Wow, da ist der andere Pilot, der uns fast erwischt. So auf dreimal hier rausgekommen. Das war schon mal nicht... Oh nein, oder? Ich will jetzt für das Saal, ich will nochmal schauen, was jetzt passiert ist. Hat er einen Fehler gemacht? Nein, Febre taucht ihn raus. Febre. Ja. Ich glaube... Ich würde sagen, das ist uns auch schon ein paar Mal passiert. Ja, das ist definitiv ein ja, nehmen wir einen Bug. Na sicher, der schiebt ihn einfach hinten raus. Also das ist, also das kann nicht sein, dass der ihn hier nach dem Kurvenausgang hier so attackiert, das kann nicht sein. Dann geben wir ihnen noch eine Chance. Jetzt vielleicht läuft es jetzt ein bisschen anders. Schauen wir mal. Er ist da sitzen geblieben, Gott sei Dank. Ja, wenn wir das schon sehen da vor uns. Ja. Dann machen wir das auch. Muss ja nicht immer bei mir zurückspulen. Auch, wir können ja auch der KI ein bisschen helfen. So ist ja nicht. So, jetzt schauen wir, dass wir hier gut reinkommen. Ich kann den eigenen Fehler machen. Mal schauen, was für ein Speed wir haben über die Runde gegen die KI hier. Da hinten fängt ein gelber Ball. Jetzt haben sie die Sonne irgendwie falsch. Nein, ich glaube, das war irgendein Luftballon. Da hinten ist ein roter Luftballon oder was auch immer. So, Koltenhof hinter uns, ganz kurzer Blick, jawohl, rechts das Wasser, alles klar. Boah, nicht hier wieder links irgendwo, ah, okay. Aufpassen, dass er uns nicht niederdrückt. Haben wir da die Saal ein bisschen gebremst, nein, oder? Aha, hier ist... Ah, ich glaube, ich kann mich schon ein bisschen erinnern, dass wir dann eine Stelle an mir ein bisschen schneller sind. Ah, die Saal kommt wieder. Ja, sehr gut. Das hat sich da wieder durchgesetzt gegen Febre. Aber halt unterm Strich leider über die ganze Distanz, also über die ganze Saison leider eben nicht ganz vorne dabei, die Saal. Warum man es auch immer nicht schafft. Ja, weil er im Quali nie... Also Febre ist immer fast ganz vorne im Quali. Das ist schon der Vorteil dann auch innen und er hat aber immer einen super Start, den die Saal nicht immer hinkriegt, witzigerweise. So, das schaut ja jetzt im Vergleich zu Assen schon mal nicht so schlecht aus für uns. Muss bei den zwei links aufpassen, dass ich da nicht irgendwo wieder rausspringe. Das ist wieder so eine Geschichte für mich wieder ganz persönlich. Wo ich wieder ganz leicht rausspringen könnte. Oder ich fahre einfach hier irgendwo runter. Das war natürlich auch nicht so geil. Februar, also im Prinzip gar nichts. Ein Mini-Vorsprung. So genau, hier gehen wir ein bisschen vom Gas. Da geht es euch links, das habe ich Gott sei Dank jetzt gesehen. Dann kommt bald noch was, irgendwas nach links, was man nicht wirklich auf Anhieb sieht. Hier geht's, ja hier, genau, ja genau, sehr gut. Jetzt habe ich es aber gesehen und wenn man das gut erwischt, dann haben wir, ja, 1,9 Vorsprung auf Febre. Da sind wir gut durchgekommen, diese Passage, jetzt nicht da irgendwo links runterfahren, bitte, Bernie. So, nachdem muss ich mal gleich einmal... Wollen den Rostig Game ansehen. Irgendwer hat das schon wieder P1,
TV oder ich weiß nicht, der hat da schon, glaube ich, ein Exemplar. Die ersten, glaube ich, dürfen schon anspielen. Vielleicht sollte ich da auch einmal die anschreiben und fragen, ob ich vielleicht so eine Vorabversion schon bekomme oder so. Presseversion oder keine Ahnung. Vielleicht geben sie mir was, aber ich kann mir das vorstellen. Da bin ich, glaube ich, zu klein dafür. Also nicht ich persönlich, sondern der Kanal. Ich bin immerhin 1,84, also das sollte von dem her, soll es reichen. Aber gut. Vielleicht ergibt es irgendwann einmal. Für alle, die vielleicht das bei mir auch anschauen werden. Valentino Rossi, The Game. Die Karriere demnächst. Ich glaube am 16. Oder? Ich weiß jetzt gar nicht. Und gleichzeitig natürlich MotoGP 16. Zwei Spiele in einem im Prinzip. Ich sollte nicht schon wieder so viel reden, dann fahre ich jetzt wirklich da irgendwo links raus. Konzentrieren, wir sind gerade wieder in der Phase da drin. Aber der Vorsprung sollte eigentlich gar nicht so schlecht sein. Hoppala, 2,3, ja, jetzt nur nicht den Schlendrian hier reinbringen. Ja, aber wenn der Start hier gut ist, habe ich auch ein gutes Gefühl. Keine Ahnung, was in Assen los war. Ja, die links da kurz nach dem Start, da muss man aufpassen, wo ich vor allem einen Fehler gehabt habe, wo ich dann weggerutscht bin. Da muss man, ja, das ist schon mal ein, boah, sehr wichtig, dass man den nicht, die Saale 1,4, okay. Ah, die Saale hinter mir, sehr gut, hat Februar wieder überholt. Da muss man in Assen aufpassen, da muss ich nächstes Jahr wirklich konzentriert an alle Sachen rangehen, dass man da bezüglich Meisterschaft, also für die komplette WM, die erste haben wir ja gewonnen, da sind wir aber auf schwer gefahren, nicht auf realistisch. Ist nicht einfach, dass man da die WM gewinnen kann. Ja, der Key ist in den Strecken, wo ich extrem schwach war und die vielen Stürze und so gehabt habe. Da muss ich zumindest gut punkten. Ich muss ja nicht gewinnen zwangsweise. Also schlecht bin ich jetzt auch noch nicht mit den Punkten unterwegs. Also es ist schon möglich. Wenn ich mich da auch ein bisschen steigere, vor allem wenn wir nächstes Jahr dann ein besseres Team haben mit dem Husqvarna. Werksteam da, die hier von der Leistungsstufe, wenn man dem Balken trauen darf, ja, da auf volle Stärke sind. Und ich sag mal, die Kawasaki ist ja vielleicht so auf, weiß nicht, 90%, so, wenn man dem, ich weiß nicht, was am Motorrad dann 90% ist oder was da genau gemeint ist. Alles, Motorleistung, Reifen, Grip, Fahrverhalten, keine Ahnung. Wir werden es aber höchstwahrscheinlich im übernächsten Part dann wissen. Ich glaube, nächstes Part müsste schon kein Helden sein, oder? Wenn man jetzt nicht alles täuscht. Und dann, ja, geht es dann schon wieder weiter. Aber da werden wir wieder, also nach kleinen Helden, bevor die neue Saison losgeht, werden wir wieder vielleicht 2 Tage Pause machen oder so. Ich weiß noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Also Motocross-Fans wollen sicher, dass weitergeht, oder machen wir nur einen Tag Pause. Mal schauen. Theoretisch. Ja gut, theoretisch hätte ich aber Zeit, oder? Ich weiß ja nicht. Muss ich mir noch überlegen. Muss ich mir noch überlegen. Oder wir starten gleich durch und ich mache dann nach den ersten 2-3 Rennen vielleicht ein, zwei Tag oder den einen oder anderen Tag Pause. Wenn es wieder von der Arbeit her genau so reinpasst, das wäre eigentlich eh besser. Lasst euch einfach überraschen. Ich rede über was euch eigentlich gar nicht interessiert, oder? Schätze ich einmal. Aber rede lieber irgendwas, bevor ich im Prinzip gar nichts rede. Ja. So, Runde 5 haben wir schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann können wir jetzt glatt schon einmal hier riskieren. Hinter uns, die sind eh weit weg. Einmal onboard, ein bisschen, ein paar Meter noch. Ist hinter uns, das passt. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wer.
Da sollte man doch irgendwie über die Ziellinie kommen. On Bord. Ja, da haben wir schon die Boxengasse. Sehr gut. Und yes. Wunderbar. Na, sehr schön, oder? Im Vergleich zu außen hier, das schaut schon ein bisschen besser aus. 5 Sekunden auf Februar, das auf realistisch, naja, passt natürlich nicht ganz hier die Strecke. Aber es ist okay, der eine ist gut, die andere nicht. Also unterm Strich ist er eh okay von den Punkten her. Wieder Februar, es ist nicht zu glauben. Cairoli, eieiei, der Sal nur 5. Eieiei, da hat er dann von der Gruppe her, ist er dann hinten. Na, vielleicht hat er einen Unfall gehabt, einen kleinen, wissen wir jetzt nicht. Also ich habe es nicht gesehen. Villapoto leider noch, da hier mit dem Kollege. Eieiei. Ja, was soll man sagen? Schon mal ein guter Start von uns. Jetzt habe ich gar nicht geschaut wegen der Übersetzung, ob wir da mal anstehen vielleicht, aber kann nicht viel sein. Kann nicht viel sein. Wir haben gewonnen. So, mal kurz warten. Einen kurzen Blick aufs Handy. Passt. Alles gecheckt. So, dann starten wir das zweite Rennen. Perfekt. Warum gibt es nicht so einen Red Bull Helm und sowas, der gerade aufgehabt hat und einen Rockstar und so? Das wäre noch geil. Das fehlt noch ein bisschen. Weil es ist schon geil, dass wir alles haben. So, Konzentration auf den Start jetzt mal. Ja, würde geiler, ja, geiler gehen. Ah, fuck. Boah, da haben wir Glück, dass wir hier noch einmal gut reingekommen sind. Was war das jetzt eigentlich? Von lauter Schreck, jetzt habe ich gar nicht geschaut. Hat es wieder einer runtergedrückt, oder? So, 11. und wir sind schneller, das wissen wir ja. Das heißt, ganz ruhig bleiben. Na, wenn mich einer am Hinterrad wieder abschießt, dann spulen wir definitiv zurück. Okay, hier eine kurze Stelle, wo wir wieder ein langsamer sind. Ja gut, gut in der Startphase, erste Kurve, das kann immer passieren. Na, Cairoli nicht gut drauf. Und alle raus hier, jawohl. Oh, aufpassen links da. Ah, sehr schön, da haben wir schon einmal ein Eck. Da sind wir gut drauf. Der Decker hier. Den haben wir schön mitgenommen. Oh, Villapoto hier, unser Teamkollege. Ganz entspannt bleiben, auf der 5 sind wir da schon. Ja, und dreimal dürft ihr raten, wer ist das? So, hier ist auch so, nach dem Sprung, so ein Schwung drin. Da kann es ja auch leicht zerlegen. Wow. Wow. Wow, da fährt er durch mich durch, Gott sei Dank. Da ist man kurz durchsichtig. Ist nicht wirklich viel passiert. Wo bin ich denn jetzt bitte hingesprungen? So, 2 Fehler, jetzt reicht schon wieder für das Ganze. Gut, ich sage, erster Fehler, Startphase, kann man nichts machen. Der war aber jetzt unnötig. Aber wir sind schon wieder hinter Villapoto. Nichts passiert. Alles im grünen Bereich. Im wahrsten Sinne des Wortes mit der Kawasaki. Da sind wir schon hinter unserem nächstjährigen Teamkollegen Max Nagel. Sofern wir das Angebot bekommen, aber ich glaube, da kann man ja eh bei allen Anfragen oder ist ja nichts über MotoGP dann. Der Saal erst da, sehr schön. So, ganz cool bleiben, Bernie. Okay, so wollte ich es gar nicht. Das ist halt also noch zweiter, oder?
Ja. Ist er noch? So, jetzt können wir schauen. Jetzt, ah, jetzt sind wir schon im fünften Gang und hängen bei 90, okay. Aber ich glaube, das ist die einzige Stelle gewesen, oder? Überall passt das sicher, ja, da kommen wir schon im vierten Gang rein. Ah, diese, wie schlecht diese Wellen hier. Da ist man schnell im vierten Gang hier. Na, jetzt da noch hinten. Gut, noch eine Welle, das geht noch. Na, hier geht's. Lustigerweise. Ja, da muss man ein bisschen lupfen. So, vierte, fünfte. Da waren wir, ja, waren wir definitiv auch schon wieder im Drehzahlbegrenzer drin. Aber wenn wir... Der kurze Gang trotzdem das Glück bringt, wenn wir jetzt ein bisschen in die abergläubische Richtung gehen. Ja, dann nehme ich das aber locker in Kauf hier mit dem Drehzahlbegrenzer. Zwei Runden noch. Oh, wow, Freunde, da waren wir jetzt aber... Hui, hui, hui. Das war schon eine Marquez-Manöver, oder? Der selber sein Motorrad immer noch mit Schulter und Knie nochmal aufrichtet. Da waren wir schon ziemlich nah am Boden. So, wie viel Vorsprung haben wir? Uiuiui, war das schon wieder knapp. 5,9, ja, das schaut gut aus. So schnell gegangen, ist schon wieder Febre hier. Kämpft gerade mit der Saale, ja, unfassbar. Der will das gleich heute fixieren vielleicht, den WM-Titel. Ja, wenn er jetzt komplett einen Nuller gemacht hätte vielleicht, oder nah, annähernd Null. Hätten wir mit dem 50er vielleicht noch können einen Hauch anschnuppern, aber können wir uns dann am Schluss in der Punktetabelle nochmal anschauen. Aber das wird bei Febre nicht der Fall sein. Ja, maximal vielleicht ein Lauf, dass er da irgendwo mal einen Pech hat, aber... Ja, von Cairoli bin ich auch enttäuscht, muss ich sagen. Unterm Strich jetzt. Der Start war ganz okay eigentlich, da sind die ersten Rennen ganz gut reingekommen, aber jetzt so... Zuerst das Drittel war ganz gut dabei und dann eigentlich relativ enttäuschend immer wieder. Schade. Geil wäre doch Desal, das Suzuki, Cairoli. Cairoli mit der KTM und Febre mit der Yamaha, das ist ein Dreier-Duell wirklich ein richtiges Hätten über die ganze Saison. Wird schwierig. Da müsste Saal anscheinend schon ziemlich viel aussetzen. Oder ziemlich viele Stürze oder so haben. Weil im Quali
So, aufpassen jetzt. Im Quali. Und auch im Rennen und beim Start ist er überall top, leider. Also leider jetzt im Sinne des Wettbewerbes. Deswegen ist es, glaube ich, relativ schwierig. Yes! Sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir zurückgeschlagen mit 2 Siegen hier. Aber gut, war jetzt auch nicht so schwierig. Und Febre. Nein, Desal auf der 2. Ja, Gott sei Dank. Jetzt hat er übrigens eher mal um knapp geschafft. Und Max Nagel nur 4. Gutes Ergebnis. Caroli auf der 5. Ja. Wille Botto, solider 6. mit dem Kollege. Ja, was soll man mehr sagen? Beste Honda hier nur 11. Eieiei, ja, Honda. Müssen wir schauen, ob wir mal eine Saison Honda fahren. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Aber wenn ihr das natürlich nicht sehen wollt, dann fahren wir, dann schauen wir mal. Ja. KTM müssen wir noch fahren natürlich. Aber das bin ich in der allerersten Saison in der MX GP2 gefahren natürlich. Also das wird noch ein bisschen dauern. Husqvarna fahren wir natürlich. Suzuki sind wir auch schon gefahren. Yamaha weiß ich nicht. TM würde ich auch gerne eine Saison fahren. Aber da weiß ich nicht, ob die ein gutes Team haben. Das wird natürlich schwierig. Aber ich würde sagen, da werden wir einfach abstimmen dann. So, wir hier volle Ausbeute mit 50. Ja, Februar natürlich 42. Eieieiei. 63, wenn er jetzt ein bisschen weniger. Ja, da wären wir eigentlich dran. Also entweder wenn ich hier in Assen gut gepunktet hätte. Na, da wären wir aber mehr wie dran. Theoretisch könnten wir sogar in Führung sein. Ja, aber das Butter wird er sich nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Romain Febré von uns. Desal. Ja, es ist unterm Strich zu wenig. Cairoli E4. Mit 6,19. Also eh nicht so schlecht. Nagel 6,15. Die sind alle gleich gut drauf. Desal, Cairoli, Nagel. Ja, Nagel, bevor ich vergessen. Sorry. Febré sticht da leider ein bisschen heraus. Das ist leider so. Da können wir nichts machen. Aber da wünsche ich mir auch ein bisschen ein Rand um jede Saison, dass es ein bisschen variiert. Dass wenigstens der eine oder andere wirklich eine reelle Chance hätte, da mitzumischen um die WM. So, Glen Halen, Saisonabschluss, Freunde, morgen. Hier, nur bei mir. ja, mit unserer Kawasaki, das letzte Rennen morgen. Heute konnte ich das Gott sei Dank wieder ein bisschen gut machen. Und euch wieder ein bisschen entschädigen im Vergleich, dass also das, was in Assen passiert ist. Ja, passiert. Ja, gut, okay, ist so. Ist Motocross, oder? Ja, man stürzt, man ist hinten, man stürzt nicht, man ist vorne, je nachdem. Pff. In Assen haben wir schon besser ausgeschaut, also ist auch durchaus möglich dort. Ja, mal gewinnt man, mal verliert man, ist einfach so. Aber trotzdem eine geile Saison. Ja, vorne wegfahren als Erster und ja, ist eh fad. Also von dem her, wir sind eh Zweiter und gut dran. Und wir werden auf jeden Fall nächste Saison mit der Erfahrung und mit einem besseren Team dann natürlich Febré wieder versuchen anzugreifen. Und ja, vielleicht hat ja Max Nagel eine bessere Saison wieder. Voriges Jahr war er eh top dabei auch. Bin ich dann auch schon sehr gespannt, wie es nächstes Jahr dann aussieht, ob da wieder wer anderer vielleicht auch raussticht, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Gut, das war's auf jeden Fall für heute. Ich bedanke mich. Und ja, wir sehen uns, wenn nicht, ja, wenn alles normal verläuft, wieder morgen zum Saisonabschluss in Glen Halen. Danke und bis dann. Ciao, ciao.